Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und wieder ohne Vertonung wegen Lizenzrechten. Episode 2: Angriff der Klonkrieger. Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Mehrere tausend Sonnensysteme haben ihre Absicht erklärt, aus der Republik auszutreten. Diese Separatisten unter der Führung des mysteriösen Count Dooku machen es den kleinen Gruppe von Jedi-Rittern schwer, Frieden und Ordnung in der Galaxie aufrechtzuerhalten. Senatorin Amidala, ehemals Königin von Naboo, kehrt in den galaktischen Senat zurück, um an einer Abstimmung teilzunehmen, die über die umstrittenen Aufstellung einer Armee der Republik zur Unterstützung der unterlegenen Jedi entscheiden soll. So, Jedi. Kurz immer schneller. Ja, ich hatte Panik, dass das jetzt irgendwie zu kurz ist oder so und da plötzlich der Text weg ist, so wie jetzt. Senatorin, wir beginnen mit dem Landeanflug auf Coruscant. Sehr gut, Lieutenant. Wir haben es geschafft. Ups. Oh nein. Der Weihnachtsmann. Ich bin Amidala. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Die Abstimmung ist von großer Wichtigkeit. Kommt. Wie, ich bin Amidala. Hallo? Ich bin Amidala, oder? Wer bin ich denn? Padme. Nee. Warte mal. Hier. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Da war doch irgendwas, wo man nicht Code eingeben, sondern... Ich fühle mich verantwortlich. Ihr habt eure Pflicht. Kann ich auch irgendwo kaufen? Genau wie Sie ihre. Verbesserungen aufträgen? Begeben wir uns nun zum Senat. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das können wir sowieso noch nicht. Na gut. Wieso habe ich denn hier nichts? Ich kann nur schlagen. Guck mal, komm her. Pam! Ich habe dir eine Backpfeife. Ah! Wie habe ich denn jetzt die Pistole bekommen? Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Wo bin ich denn? Links rum, ne? Ach so, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir sind hier, wie ihr merkt, völlig im Skywalker-Fieber. Wobei, Skywalker haben wir ja noch nicht getroffen bisher. Und haben gerade total vergessen, überhaupt Hallo zu sagen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich bin auch gerade noch ein bisschen irritiert, weil es so nah ran ist. Gut. Hier müssen wir mit. Müsst ihr irgendwo hin? Dann seid ihr hier richtig. Wir müssen zum Senatsgebäude. Beweg deinen Hintern. Oder ich lasse dich kündigen. Ich bin noch hier gleich mit dem Taxi auf dem. Oh, ich habe einen. Ja, da warte ich ja. Ich kann noch losfahren. Wohin soll ich? Dann fliege ich dir vor der Nase weg. Ich komme mit meinem eigenen Taxi. Achso, ich fahre dir wirklich vor der Nase weg, weil du gar nicht da bist. Ja, du wolltest ja selber fahren, hast du gesagt. Da ist kein Fahrrad drin. Ja, aber wie... Achso, jetzt. Sag uns einfach, wo es hingeht. Wo müssen wir ins Senatsgebäude, ne? Ja. Eine schöne Reise. Wie ich die letzten drei Male gesagt habe. Ich bin vor dir da. Haha. Hui. Ah, Senatorin. Wir hörten von der Explosion auf der Landplattform. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass ihr unversehrt seid. Deshalb schießt ihr den Hallo Senat Yoda! An. Senatorin Amidala, eure Tragödie auf der Landeplattform. Schrecklich. Ich glaube, dass Count Dooku hinter all dem steckt. Count Dooku war ein Sanjedi. Er könnte nie ein Attentat durchführen. Meister Jedi, dürfte ich vorschlagen, die Senatorin unter den Schutz von euer Gnaden zu stellen? Vielleicht jemand, der euch vertraut ist. Annie? Annie. Hi, Baby. Meine Güte, bist du groß geworden. Du aber auch. Irgendwo in seine männliche Stimme. Ich meinte jetzt die Brüste, oder? Noch schöner geworden. Die hat doch gar keinen, die ist so flach. Jetzt, ich bin ja auch Lego. Oh ne, ich bin sie gar nicht mehr. Ich bin Lego.
Ich bin Anakin. Du, ja, warte, da muss ich... Die alten Bekanntschaften nun wieder aufgefrischt wurden. Wie kann ich denn tauschen? Uns euch zu nein, wir tauschen zu nicht. Ich muss doch, ich bin doch deine Freundin. Das wird nicht nötig sein. Ich brauche keine Oder sind die da noch nicht zusammen? Ich weiß es gerade gar nicht, aber doch, ich glaube... Ich möchte wissen, wer mich töten will. Wir sind hier, um euch zu beschützen, nicht um Nachforschungen anzustellen. Rechts oben. Den kleinen rechts oben? Meinst du meinen kleinen Finger, oder Vorne rechts oben. Vorne rechts oben. RB. Nee, das geht alles nicht. Das verspreche ich dir. Nee, ich hab alles schon... Wir werden unseren Auftrag nicht ausweiten, mein junger Padawan. Selbstverständlich dient es nur dem Zweck, sie zu schützen, Meister. Vielleicht werden ja allein durch eure Anwesenheit die Mysterien um diese Bedrohung gelüftet. Komm, ich begleite dich, Baby. Anakin kriegt das nicht hin. Das ist nur ein kleiner Milchbaby. Nimm mich. Ich bin Obi-Wan im zweiten Gewand. Ich bin viel männlicher. Warum kommt ihr nicht mit? Was mit euch? Ist es noch sehr weit, Meister? Langweilig, meine und Fatmes Gesellschaft bereits, mein Padawan? Ja. Nein, natürlich nicht, Meister. Das habe ich damit nicht sagen wollen. Es ist nicht mehr weit. Meine Unterkunft liegt gleich davor. Was gelogen. Oh, ihre Unterkunft liegt gleich davor. Oh. Wir sind da. Ich mach schon mal die Tür auf. Lass uns Zwillinge machen. Was, lass uns Zwillinge machen? Dass ihr mich sicher hergebracht habt. Wenn ihr mich nur entschuldigen wollt, ich ziehe mich zurück. Aber noch nicht mit Obi-Wan. Nein, nicht mit Obi-Wan. Ja eben, aber sie will aber ja mit mir hier hin. Ja, aber ich bin doch... Du bist völlige Randfigur. Du bist, ja. Für dich interessiert sich keiner. Du bist der kleine Anakin mit dieser komischen Piepsstimme. Also, ne? Oh, ich hab das Level gefunden. Nein, noch nicht. Na gut. Kann man noch niemals in Ruhe seine Wut rauslassen und die Steine kaputt. Mission Impossible. Mach die weg. Jetzt weiß ich, wie sie ohne Sex schwanger geworden ist. Yo. Bleib hier. Da ist sie. Ah, ich kann das steuern. Kann okay, das ist schlecht. Aber du zielst, oder? Wir halten sie auf, Meister. Oder ist das nur das da oben? Ich. Gut, wenn wir also vorher nicht abstürzen würden, wäre das hilfreich. Oder schießt sich auf? Was machst du denn? Na, ich schieße. Ich bin ein erstklassiger Pilot. Kannst du mal ein bisschen höher fliegen? Du musst noch viel lernen, ja, aber dann ist das Ziel. Jetzt ist es. Ja, das sag ich ja. Dann ist das doch komplett woanders. Das kann ich nicht steuern. Ja, toll. Wo ist die denn jetzt? Da unten, das Rote. Aber ich kann anscheinend auch feuern. Nee, warte mal. Steuern, ausweichen. Ja, super. Aber ich kann nicht mit RB ausweichen. Hä? Wieso geht das nicht? Nee, weil wir tot sind. Nee, ich hab ja schon vorher. Ich kann nicht ausweichen. Ja, ich versuche mit den Tasten hier zurechtzukommen. Ich kann... Aber wo ist der Gegner jetzt? Ja, ganz hinten. Ich kann aber nicht RB und... Ah, Moment, jetzt. Ja? Ich versuche gerade die Tasten hinzukriegen. Ich pass auf die Energiekupplung auf. Genau, pass auf die Energiekupplung auf, sonst sind wir tot. Mach den Attentäter platt, da oben. Ja, wenn du noch mehr darum machst. Er hat uns abgeschossen. Ach, das ist reinzoomen, okay. Warum wir damit nicht ausweichen können, weiß ich nicht. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Da. Oh, ich glaube, das sollten wir nicht durch. Ja, ich glaube, wir sind jetzt entweder... Ja, der ist unten. Kommen. Aber das Problem ist, ich muss hier oben ein bisschen ausweichen. Das tut mir leid. Das Problem ist, ich sehe das nicht. Jetzt fliegt der da durch. Ich fliege nicht da durch. Ich fliege neben dran. Aber du sollst da durchfliegen. Bist du sicher? Gehen dann noch kaputt? Achtung. Ja, ich kann nicht ausweichen. Die Tasten... Ich kann nur zoomen. Du siehst ja, was der macht. Dabei steht da LB und RB ist ausweichen. Aber es funktioniert einfach nicht.
fliegst du denn nicht nach oben? Wie soll ich nach oben fliegen? Ich flieg hier durch. Aber wenn wir in den Tunnel müssen. Ja, aber ich flieg doch durch den Tunnel. Ich flieg doch nicht nach oben. Können wir mal weggehen hier? Das Problem ist, wir sind immer direkt kaputt. Aber wenn ich nicht ausweichen kann mit den Tasten, dann kann ich uns auch nicht retten, dass wir nicht dauernd sterben. Das meine ich. Das heißt, wir müssen zwischendurch sterben, weil die Tasten nicht funktionieren. Da muss ich aber sagen, also das ist ziemlich dämlich gemacht, wenn einer fliegt und der andere muss dann zielen auch noch. Nicht aus den Augen verlieren, Anakin. Bin ich nun ein besserer Pilotmeister? Immerhin bin ich noch am Leben. Okay, wir sterben jetzt gleich wieder. Looping. Ja, toll, und stirbst. Ja, ein Looping kann ich machen, aber das ist doch das Einzige. Und mit Looping kann ich zwar einem Schuss, sag ich mal, ausweichen, aber das bringt uns ja nicht viel. Ich kann ja nicht die ganze Zeit Loopings machen, dann kannst du den nicht mehr anvisieren. Problem ist, ich... Die triffst du noch irgendwie nicht richtig, ne? Oh Gott, was hier? Wer gab dir den Auftrag? Es war ein Kopfgeldjäger namens... Ein vergifteter Pfeil. Vier. Da. Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Mach es nicht! Oh Gott, das war's schon. Wir sind nur ein halber Jedi. Noch niemals. So. Da, siehst du, ich bin der beste Pilot in der Galaxis und du bist hier am Meckern. Jedis müssen versichert sein. Du hast die Versicherung nicht bezahlt. Die musst du bezahlen. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Wir haben nicht ein einziges Ding gekriegt, glaube ich, ne? Ich habe mal sowas gehört. Doch, wie heißt das jetzt? Ein Medipack hatten wir aber da drin. Ein alter Freund im Diner um die Ecke weiß alles über solche Dinge. Sehen wir mal, ob ihm dieser Pfeil etwas sagt. Nein, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was kaputt machen hier. Wir brauchen ja Punkte, damit wir mal wahrer Jedi werden. Hier kannst du was wegmachen da. Mit dem Jedi-Kraft da. Das heißt wegmachen, dass man da vorbeikommt, meinst du? Oder? Keine Ahnung. Geh mal weg da, Junge. Hä, das war doch gerade noch blau. Ich hab vergessen, wie ich... mit Rot, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, wie ich das überhaupt mache. Ich weiß nur gerade nicht, wo du jetzt... Du bist doch eben links rumgelaufen. Ja, wie soll man in die Kneipe gehen hier? Ja, aber du bist doch eben auf der anderen Seite rumgelaufen. Guck mal, dieses hier... Jetzt ist das hier oben. Hui. Ich presche hier durch mit Höchstgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit. Mach das weg. Wieso kann ich eigentlich nicht fliegen? Das ist nicht die Kneipe. Oder eigentlich mehr hüpfst, als dass du fliegst normalerweise bei Jedi. Bei Jedi, bei Lego. Nein, aber ich bin ja... Zu langsam. Okay, schreck dich nicht so auf. Ich mach ja so schnell ich kann. Das Essen ist verseucht. Hier sind die Inspektoren. Mal sehen, wo das Problem ist.
So, das Problem. Wo ist denn das Problem? Du, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eine Sicherung durchgebrannt. Und ich schaff's nicht, alle Kunden zu retten. Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Nö. Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Wenn wir fertig sind, gehöre ich ganz dir. Okay. Er bringt die alte Wanda in Ordnung. Wenn die beiden fertig sind, dann gehört er uns. Ja, super. Du musst einfach nur herausfinden, was die Kunden bestellt haben und ihnen dann das Richtige bringen. Wenn ein Druide das schafft, dann bin ich auch ein Jedi. Ich habe einen Druiden dabei. Schatz, du musst die Bestellung annehmen. Ich kann die aber nicht machen. Könnt ihr mir meine Photonenbrause bringen? Photonenbrause, hellgrün. Ja, die ist hier. Photonenbrause da. Aber ich kann ihn nicht bringen, ich habe nichts zum Greifen. Boah, du bist so ein Schlaffi, ne? Geh mal weg da. Hier, meine Dame, hier ist ihre Photonenbrause. Ich will das nicht einstecken, ich will das ablegen. Hallo. Besser spät als nie. Hallo, ich bin da die ganze Zeit direkt hingelaufen. So, jetzt hast du keine Photonenbrause mehr. Geht's noch? Ich glaube, es wäre fast schneller, nach Nabu Schenkel zu fliegen, um mir dort selbst ein paar Nunaschenkel zuzubereiten. Nunaschenkel. Hier, das sind die hier. Wo denn? Diese Keulen hier, da bei mir. Hier. Steht das da dran? Nee, steht da nicht dran. Nein, aber sieht man doch. Das hat man doch gesehen. Ja, das kann auch Hähnchenschenkel sein. Nein. Woher willst du wissen, Hähnchen, dass das Nunaschenkel sind? Ja, weil es keine Hähnchen gibt. Will der Typ ja auch noch was? Nee. Irgendwas wollen die noch hier. Ach so, ach ja, die haben die Dinger da drüber. Es geht doch nichts über ein großes Tässchen Ardis. Wohin ist das? Tässchen Ardis, wir will ein Tässchen Ardis. Ich hab eben B gedrückt, jetzt red mit mir. Was ist denn nun mit meiner 6-6-Schicht-Torte? Dauert es etwa eine 6-6-Schicht-Torte? Hier, das hier müssen wir haben. Das ist die hier, ne? Ja. Über die jetzt da. Perfekt, vielen Dank. Dankeschön. Und du? Es geht doch nicht um ein großes Tässchen Ardis. Wohin ist diese Kellnerin verschwunden? Die Kellnerin ist verschrottet. Die kommt gleich wieder. Was ist ein Ardis? Das ist so ein Metkrug oder sowas. Ja, der ist vorne an dem Eingang zur Küche. Hier, einmal ihre Alkoholbestellung. Es geht doch nichts über ja, ein großes... Ja, ist ja gut. Wenn ich auf Einstecken klicke, werde ich das auch abstellen. Wo ist mein Shorter Club Sandwich? Meine Parko läuft in 5 Minuten an. Hier ist das Shorter Club Sandwich. Das dürfte das letzte sein. Geh mal weg da. Ich muss hier bestellen. Ich muss hier, nicht liefern. Bedienen. Ach, nerv mich nicht. Ich will das nur abstellen. So, jetzt hast du keins mehr. Können wir jetzt nochmal reden? Haben alle ihre Bestellung erhalten? Ja. Klasse. Ich schulde dir was. Und Wanda auch. War reichlich Arbeit nötig, aber sie wird schon bald wieder Tische abräumen. Worüber wollt ihr? Setzt euch. Bin gleich für euch da. Okay, reichlich Arbeit nötig. Sag mir, was das ist. Eine Spritze. Was du hier hast, ist ein Camino Saber Dart. Camino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Caminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Camino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Was war das denn gerade? Ich habe auch noch nie von Camino gehört. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Dieses Pfeifen, das kommt von dir, oder? Wenn du fährst? Ja. So, ich mach kaputt und du sammelst ein. Du bist doch ganz woanders. Oh, jetzt kann ich schneller. Du beliebst zu scherzen, oder? Warum geht der Pfeil nach geradeaus? Muss ich hier runterspringen? Hier geht so ein blauer Pfeil nach geradeaus. Warte mal jetzt. Ist hier wieder einer? Nein, wir müssen dahin. Hier. Ja, jetzt will er mich doch wieder woanders hinführen, wenn ich mich veräppeln. Hast du Eier? Dato-Eier oder so. Wohin? Rechts? Rechts, links, geradeaus, oben, unten.
Ja. Ach, die wollen wieder wegfliegen. Nimm mich mit. Nein, geh weg. Nein, ich bin runter. Das meinte ich jetzt nicht mit geh weg. Gute Reise. Du kannst mich mal. Ich will nicht mehr dein F4 sein. Ich kündige. Du hast mich verschrotten.